In Rhein-Breitbach bei Bonn findet am 11. und 12. November ein in Deutschland einmaliger Robotik-Wettbewerb statt. Der Spacebot Cup wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, ausgerichtet und simuliert eine Erkundungsmission auf einem fremden Planeten. In einer Motocross-Halle wurde dazu ein Parcours errichtet, der das Planetengelände darstellen soll. 10 Teams aus ganz Deutschland, darunter Universitäten und Firmen, treten mit ihren Robotern an. Dabei sind Radfahrzeuge, die den bekannten Mars-Rovern ähnlich sehen, Laufroboter und sogar Flugdrohnen. Eine Stunde Zeit hat jedes Team, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das Auffinden und Identifizieren von Objekten, den Transport dieser Objekte sowie deren Montage. Eine 5-köpfige Jury bewertet die Leistung. Besonders wichtig ist, dass die Roboter möglichst autonom navigieren und agieren. Auf der Website des DLR wird die Veranstaltung live per Webstream übertragen. Die Sieger bekommen eine Auszeichnung und können ihre Ergebnisse auf internationalen Fachmessen präsentieren.